Потому что здесь есть о чем подумать. Weil wir haben hier etwas, worüber wir nachdenken können. Да. Иисус сказал, что как было во дни Ноя, und Jesus sagte, wie es damals in den Tagen von Noah war, так будет и в пришествии Сына Человеческого. So wird es genauso sein in der Wiederkunft von Jesu Christi. Так будет еще раз. So wird es genauso sein. Эй, когда-то это было. So, damals gab's. Но будет что-то еще раз. Aber es wird noch mal was geben. Не потоп. Nicht, die Flut. Nee, но будет что-то другое. Es wird etwas anderes sein. Но будет так же, как в дни Ноя. Es wird genauso sein wie in den Tagen von Noah. Люди пили, ели, женились, выходили die замуж. Die Menschen haben geheiratet, gegessen, getrunken. И не думали. Und sie haben nicht nachgedacht. Они не думали. Sie haben nicht nachgedacht. Слышишь? Не думали. Hörst du zu? Sie haben nicht nachgedacht. Сегодняшнее поколение отличается тем, die heutige Generation unterscheidet sich что они меньше и меньше думают. Dass sie aufgehört haben zu denken. Они думают, что они все знают. Und sie denken, sie wissen alles. Но они не думают, что они не знают. Aber sie wissen nicht, was sie nicht kennen. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Окей, но у меня сегодня замечательная тема. Und heute habe ich ein wunderbares Thema. Erntedankfest у нас. Wir haben jetzt Erntedankfest. Еще тише здесь, что-то ты тут нахимичил у нас. Да, убери чуть-чуть звук здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мне очень нравится Erntedankfest. Ich liebe Erntedankfest. Жатва. Die Ernte. Урожай. Die Ernte. Праздник урожая. Also der, das Fest der Ernte. Я обожаю праздник урожая. Und ich liebe die Ernte, den Tag der Ernte. Как раз вот этот праздник. Also dieses, genau dieses Fest, Erntedankfest. Он очень у меня, вот просто один из любимых. Ist einer von meiner Lieblingsfeste. И он напоминает мне всегда. Und es erinnert mich immer daran, о трех вещах. Über drei Dinge. Послушай. Also hör bitte zu. Праздник урожая. Also, das напоминает о том, erinnert mich daran, что у меня есть на небесах урожай. Dass ich im Himmel eine Ernte habe. У меня есть на небесах награда. Ich habe eine Belohnung im Himmel. Небеса. Himmel. Ай-яй-яй-яй-яй. На небесах есть урожай. Im Himmel gibt es auch eine Ernte. Вся твоя жизнь. Das ganze Leben это von посев, dir. Это посев. Das ist sehen. Это посев. Это посев. Sehen, sehen. Твое тело. Dein Körper. Будет посеяно в эту землю. Wird auch eingesät in diese Erde. Накрыли землей. Und dann bedeckt. Die Erde wird bedeckt. Как зерно. Wie ein Samen. Твое тело как зерно. Dein Körper wie ein Samen. Оно будет посеяно. Das wird eingepflanzt. Но. Скажи «но». А, sag, aber, но. Aber, но. Aber, но. Но. Есть воскресение. Es gibt auch die Auferstehung. Эй, амэн. Тело воскреснет. Der Körper wird auferstehen. Тудум. Как из зерна выходит пшено. Wie aus dem Samen kommt Weizen. Ты не знаешь как. Und weißt nicht, wie es но geschieht. Вдруг оно растет. Aber auf einmal keimt es aus. И там будет жатва. Und dort wird es Ernte geben. Урожай. Ernte. Как мы прочитали здесь. Wie wir gelesen haben. Ай-яй-яй. Господь, спасибо тебе. Herr, danke dir. Я счастлив этому. Ich bin so glücklich darüber. Поэтому я люблю праздник жатвы. Deswegen liebe ich so sehr Erntedankfest. Он напоминает мне о небе. Das erinnert mich an den Himmel. Насчет моей награды и урожая. Auch die Belohnung der Ernte. Второе, что напоминает мне праздник жатвы. Das zweite, was mich das Erntedankfest erinnert, an это was? О верности Божьей. An die Treue von Gott. Слышишь? Hörst du zu? Бог, Он всегда делает то, что Он говорит. Der Herr macht immer, führt immer das aus, was er sagt. Amen. Amen. И поэтому после потопа Бог сказал, deswegen hat der Herr auch nach der Flut gesagt, как раз после этих событий, genau nach diesen Geschehnissen, Он сказал, er hat gesagt, сеяние и жатва sehen und не ernten, прекратятся, sehen und ernten wird niemals vergehen, пока эта земля будет стоять, bis diese Erde bestehen bleibt. Лето и зима, also Winter und Sommer, холод и зной, also kalt und warm, и сеяние и жатва, sehen und ernten, никогда не прекратятся, werden nie aufhören. Darauf kannst du Gift nehmen. Ха-ха. Ты можешь просто вот это точно знать. Du kannst es genau абсолютно wissen. Absolut. Это всегда будет. Das wird immer geben. Поэтому этот закон никогда не отменится. Dieses Gesetz wird niemals außer Kraft treten.
Бог верный. Der Herr ist treu. Поэтому мы сегодня праздник урожая празднуем. Deswegen feiern wir heute auch dieses Erntedankfest. Он сказал это. Weil er es gesagt hat. И между прочим, мы благодарны дедушке Ною за это. Und wir danken auch dem Opa Noah dafür. Ноя, да, потому что это из-за Ноя у нас сегодня праздник урожая. Weil wegen Noah feiern wir heute dieses Erntedankfest. Потому что когда Ной принес жертву. Weil Noah das Opfer gebracht hat. Когда он вылез из своего ковчега. Als sie aus der Arche rausgekommen ist, он понял, что произошло. Hat er auch eins verstanden, was geschah. Единственное, что у него было желание быстро сделать ему жертву, Богу сделать жертву. Den einzigen Wunsch hatte er, Gott Opfer darzubringen. Благодарность Богу, что он спас его. Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er ihn errettet hat. Написано, что когда Бог обонял эту жертву. Und es ist geschrieben, als Gott dieses Opfer gerochen hat. Ему это было приятно. Es hat ihm gefallen. И он сказал. Und er hat gesagt. Не буду больше проклинать землю. Ich werde die Erde niemals für Menschen verfluchen, weil das Herz eines Menschen ist böse von Kindheit an. И он просто по благодати решает, говорит, пока земля существует, никогда не прекратится сеяние и жатва. Also sehen er und Ernten werden niemals vergehen, solange die Erde noch existiert. Так что спасибо, Ной. Deswegen danke, Noah. Halleluja. Ты тоже сегодня можешь благодарить Ноя. Du kannst heute auch heute Noah Danke sagen. И не Ной. Und jammer nicht, но благодари всегда. Aber sprich Amen. Dankbarkeit immer aus. Amen. И еще есть третье, за что я благодарю. Es gibt auch die dritte Sache, für was ich dankbar когда bin. Когда я вижу этот закон, wenn ich dieses Gesetz anschaue, sehen, ernten. Я вижу здесь Бога, который справедлив. Ich sehe hier einen Gott, der gerecht ist. Он справедлив. Er ist gerecht. Ой-ой-ой. Знаешь, он сказал, неважно, грешник ты или святой. Weißt du, hat gesagt, es ist nicht wichtig, ob du ein Sünder bist oder ein gerechter Mensch. Но сеяние будет производить жатву. Aber wenn du sähst, dann wirst du auch ernten. Всегда. Immer. Абсолютно. Immer. Это универсальный закон. Das ist ein universelles Gesetz. Если твой сосед грешник, wenn dein Nachbar ein Sünder ist, он сеет, er sät aber, он работает, und er schuftet, он будет пожинать, скажу тебе er по секрету. Er wird auch ernten. А ты, если ты сидишь дома, aber du, wenn du zu Hause nur absitzt, и молишься, und betest, и поклоняешься, und Gott anbetest, но не сеешь, aber du sähst nicht, ты не будешь ничего пожинать. Du wirst auch nichts ernten können. Amen. Amen. Сеяние и жатва. Sehen und ernten. Работает для всех. Es ist für, gilt für alle. Amen. И также написано, что то, что ты сеешь, es steht auch geschrieben, das, was du siehst, то ты и пожнешь. Das wirst du auch ernten. Ты не пожнешь картошку, если сеешь одуванчики. Du wirst keine Kartoffeln ernten können, wenn du Pusteblumen nur einsiehst. Amen. Поэтому это действует и в физическом мире, и в духовном. Deswegen das funktioniert sowohl in der geistlichen Welt als auch in der physischen Welt. Сеешь в духовном, wenn du in die geistliche Welt einsiehst, пожнешь всегда тоже в духовном. Wirst auch in der geistlichen Welt etwas ernten können. Сеешь в физическом, in die physische Welt hinein. Работаешь, also du arbeitest, развиваешься, du entwickelst учишься, dich weiter, du lernst, ты будешь пожинать. Wirst du auch etwas физическом. Ernten. Physisch. Halleluja. Amen. Это справедливость Божья. Das ist die Gerechtigkeit von Gott. Erntedankfest. Благодарю тебя, Господь, за это. Ich danke dir, Herr, dafür. Halleluja. Вы в шоке? Seid ihr jetzt schockiert? Да воздадим Богу славу. Lass uns Gott einen riesen Applaus schenken. Halleluja. Halleluja. Классно, 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 классно. Вообще, вот эта вот вся штука меня так поражает. Also, das fasziniert mich so особенно sehr, вот эта diese вот Deko, vor коврига allem хлеба. Dieses Brot. Коврига. Слушай, 4 килограмма здесь. 4 кило sind da drin. Килограмма 4-5. Wow. 4-5 килос. Эй, нам подарили это. Und wir haben das als Geschenk bekommen. Eine Bäckerei hat es uns geschenkt. Die haben gefragt, seid ihr eine Gemeinde? Dann schenken wir es ihnen. Знаешь, вот некоторые бизнесмены не поняли. Weißt du, einige Geschäftsmänner haben verstanden, как получать благословение. Wie sie an einen Segen herankommen. Вот некоторые люди, они уже знают. Also einige Menschen haben es bereits begriffen. Как взять благословение wie у Бога. Sie den Segen von Gott empfangen. А другие лопухи, они ничего und не понимают. Die anderen die schaffen nichts. Но эта бекерай уже благословенная. Aber diese Bäckerei ist bereits gesegnet. Они знают, как получать благословение. Die wissen auch, wie sie an einen Segen herankommen. Amen. Amen. Смотри. Also schau bitte her. Люди говорят,
die Menschen sagen. Может, ты слышал такую чепуху. Vielleicht hast du mal so einen Schwachsinn gehört. Почему Бог допускает голод? Warum lässt Gott die Hungersnot zu? Кто-то слышал такую фразу? Hat es jemand schon mal gehört? Да? Ja? Ну и там еще прочие добавляют. Und so weiter, andere Sachen. А так вот, последняя статистика. Und die letzte Statistik bezeugt. Доклад ООН. Also von UNO Organisation. Около 9% населения Земли сегодня страдает от голода или недоедает. Ungefähr 9% der ganzen Welt die leiden an Hungersnot oder bekommen nicht genug zu essen. Okay. Okay. Теперь по данным ВОЗ. Und nach Weltorganisation, Gesundheitsorganisation. Да. ВОЗ. WHO, та, которая сейчас занимается коронавирусом. Die WHO, die beschäftigt sich jetzt auch mit Coronavirus. Они говорят. Die sagen, сегодня от ожирения страдает треть населения Земли. Und ein Drittel der Bewohner, der Einwohner der Erde, die leiden an an Übersättigkeit. То есть что-то здесь не клеится, да? Also irgendwas passt nicht zusammen. Каждый десятый страдает от голода. Jeder zehnte leidet an Hungersnot. Почти каждый десятый. Fast jeder zehnte. Но каждый третий страдает от ожирения. Aber jeder dritte, der bekommt zu viel Essen. И по данным той же ООН. Und nach dieser WHO. Не, ООН это. UNO. UNO. Они говорят, в мире выбрасывается одна треть продуктов ежедневно. Und die sagen, jeden Tag werden ein Drittel von Lebensmitteln weggeworfen. Эй, когда я это слышу? Als wenn ich das höre. Я понимаю, насколько примитивные люди, которые говорят. Verstehe ich, wie primitiv diese Menschen sind, die sagen. Как они примитивно думают. Wie die primitiv denken. Когда они говорят, Бог, почему ты допускаешь голод? Wenn die sagen, ja, Gott, warum lässt du Hungersnot zu? Я понимаю. Dann verstehe ich. Ну что, трудно связать одно с другим. Dass man das eine mit dem anderen nicht verbinden kann. Иногда нужно включать мозги. Manchmal muss dein Gehirn einschalten. Хотя бы на 5 минут. Vielleicht für 5 Minuten wenigstens. Что проблема голода это искусственное проблема. Weil das Problem der Hungersnot ist eigentlich ein künstliches Problem. Если бы существовала бы справедливость такая. Also wenn die menschliche Gerechtigkeit existieren würde, dann würden wir schon längst keine Hungersnot haben. Und sogar innerhalb eines Landes gibt es dort Menschen, die an Hungersnot leiden und auch die, die Lebensmittel einfach wegwerfen. Also die Logistik soll hergestellt werden. Und dann werden das Problem los haben mit der Hungersnot. Also wir verstehen, dass alles von Menschen erschaffen worden ist. Aber Gott ist gut. Er hat gesagt, du siehst, dann wirst du ernten. Du siehst, dann wirst du ernten. Amen. Der Herr hat ein wunderbares Gesetz erschaffen von Säen und Ernten. Aber die Menschen haben alles verzehrt. Und sie haben ein Problem für, also Problem für Problem erschaffen. Warum lässt Gott Kriege zu? Gott hat es zugelassen? Gott rennt jetzt mit einer Waffe rum? Das ist auch ein künstliches Problem, was Menschen geboren haben. Dafür werden sie auch Rechenschaft ablegen vor Gott. Amen. Откуда страдания, откуда болезни, Woher kommt Leiden oder Krankheiten? Откуда? Woher kommt das alles? Отсюда. Von da. Потому что злое сердце человеческое. Weil das Herz ist böse eines Menschen. Отсюда исходит зло. Davon kommt das Böse. Und nicht von da. Никогда не оттуда. Niemals von а hier. Вот всегда отсюда. Sondern immer von hier. Из сердца человеческого выходят злые замыслы и так далее. Also aus Menschenherzen kommen die bösen Gedanken heraus. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Спасибо, Господь. Danke dir, что Herr, ты у нас есть. Dass wir dich haben. Чтобы мы начинали разбираться, что к чему. Dass wir auch unterscheiden können, was ist. Amen. Amen. И чтобы ты знал, как отвечать людям. Und dass du auch Menschen eine Antwort abgeben kannst. О, Господь, спасибо. Herr, wir danken dir. У меня сегодня замечательная тема. Ich habe heute ein wunderbares Thema. Мне она нравится. Das gefällt mir auch. Благодарность. Dankbarkeit. Как неопознанный ресурс. Als eine unerkannte Ressource. Вот. Amen. Amen. Так что всем добро пожаловать в малом зале нас видит сегодня. Also alle herzlich willkommen auch im kleinen Saal, die hier zuschauen. Мы будем размышлять сейчас вместе, сколько у нас времени еще есть, Бог позволит. Wir haben noch ein bisschen Zeit, werden uns jetzt Gedanken darüber machen. Благодарность. Dankbarkeit. Как неопознанный ресурс. Als eine unbekannte Ressource. Мы сейчас поклонялись Богу. Wir haben jetzt gerade Gott angebetet. И это культура. Und das ist eine Kultur. Духовная. Eine geistliche Kultur. Ты знаешь, что благодарность это продукт культуры. Du weißt ja auch, Dankbarkeit ist das Produkt der Kultur. Amen.
Amen. То есть благодарные люди — это воспитанные люди. Also die dankbaren Menschen, die sind gut erzogene Menschen. Невоспитанные люди. Nicht gut erzogene Menschen. Не говорят спасибо. Die sagen nicht danke. Amen. Amen. Так вот, поклонение Богу. Also die Dankbar oder die Anbetung Gott. Это культура. Das ist die Kultur. Духовная культура. Die geistliche Kultur. Поклонники — это люди духовной культуры. Die Anbeter sind, haben die geistliche Kultur. Мы приходим Богу и говорим спасибо. Wir kommen zu Gott und sagen danke Gott. Итак, благодарность — это продукт воспитания. Also die Dankbarkeit ist das Produkt der Erziehung. Детям нужно говорить, что, что нужно was сказать? Soll man denn, wir fragen die Kinder, was sollst du, was musst du sagen? Да? И также надо себе говорить, душа! Und dann musst du auch zu dir sagen, Seele! Ты чё ноешь? Was jammerst du rum? Благодари Бога! Sprich Dankbarkeit Gott aus. Помнишь, Давид говорит сам себе. Und David sagt auch zu sich selbst. Он воспитывает сам себя. Und erzieht sich selbst. Эй, вот это очень важно. Das ist auch sehr wichtig. Потому что, знаешь, никто не рождается таким культурным Weil, и благодарным. Weißt, keiner wird so geboren, dass er Dankbarkeit schon im Herzen hat. Родился, вылез, говорит, Мама, спасибо! Also, du bist auf die Welt gekommen und dann sagst, danke, Mama. Nee, он начинает, Nein, er fängt an zu schreien. Ему уже что-то не нравится с самого начала. Irgendwas gefällt ihm nicht von Anfang an. Halleluja. Так вот, надо воспитывать себя. Wir sollen uns anerziehen. Полно людей сегодня, которые воспринимают все как данность. Es gibt so viele Menschen, die etwas als Selbstverständliches annehmen. Все мне обязаны. Also, du schuldest mir was. Это называется по-русски такое слово «жлобство». Das ist einer, der so geizig ist. Geizig, да. То есть мне все обязаны. Also, jeder schuldet mir was. Но ты знаешь, если мы не научимся благодарить человека, weißt du, wenn wir nicht lernen, einem Menschen Danke zu sagen, мы не научимся благодарить Господа. Wenn wir es niemals schaffen, Gott Danke zu sagen. И когда в церкви вот группа прославления здесь такая, wenn wir in der Gemeinde hier die Lobpreisband haben, ты такой сидишь, und du sitzt einfach hier rum, нет, ты стоишь, ты стоишь. Oder du stehst rum, так стоишь такой. Du stehst so rum, там закрываешь что-то непонятно свое семейное счастье. Dann bedeckst du irgendwelche Sachen. Непонятно, зачем ты здесь вообще? Und dann versteht man nicht, für was bist du eigentlich hier? Мы здесь поклоняемся Богу. Wir beten hier Gott an. Amen. И вот здесь группа прославления — это не буксир, который тебя тащит. Hier stehen die Lobpreisbände, sind nicht die, die dich immer ziehen müssen. Но hinterher. Мы сами, люди, которые говорим спасибо Боже. Aber wir sind die Menschen, die selber aussprechen, спасибо. Danke Gott. Вопрос. Und eine Frage? На засыпку. Also, eine Frage in die Runde. Не отвечай мне. Und du musst mir nicht, das ist eine rhetorische Frage. Сколько раз в день ты говоришь спасибо? Wie oft am Tag sagst du Gott Danke? Сколько раз? Wie oft am Tag? Ну, посчитай. Also, kannst du erzählen. Посчитай. Also, zähle mal. Раз, два. Eins, zwei. Пять, шесть. Fünf, sechs. Десять. Oder zehnmal. Я тебе просто скажу. Also, ich kann dir einfach sagen. Если ты минимум пять раз не говоришь день спасибо. Wenn du mindestens fünfmal Gott nicht Danke sagst. Не Gott. Nicht jemanden, also Danke sagst. Да. Если ты пять раз в день не говоришь спасибо. Wenn du fünfmal kein Danke sagst. Слушай сегодня внимательно эту проповедь. Dann hör heute dieser Predigt genau und aufmerksam zu. Я верю. Und ich glaube auch daran. После проповеди. Nach der Predigt. Тебе 10 раz покажется мало. Wirst du denken, 10-mal ist auch noch спасибо, zu wenig. Спасибо, спасибо, спасибо. Danke, 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 danke. Серьезно. Im Ernst. Когда ты получаешь от кого-то вот сообщение по SMS, там, да. Wenn du eine Nachricht bekommst im Handy e-mailу, oder eine E-Mail bekommst, ты говоришь вообще спасибо человеку? Sagst du dem Menschen Danke? А за что спасибо? Aber für was soll ich ihm danken? Он что, мне подарок там прислал? Hat mir jetzt ein Geschenk gesandt? Нет. Но он просто проявил интерес к тебе. Nein, aber er hat Interesse dir gegenüber gezeigt. А это что, не повод сказать спасибо? Ist es kein Grund, ihm Danke zu sagen? Что кто-то свои две мысли о тебе подумал? Dass jemand über dich nachgedacht hat? Эй, за интерес, спасибо. Dank ihm doch für sein Interesse zu dir. Спасибо за ваш интерес. Danke für dein Interesse mir gegenüber. Знаешь, когда я получаю мейлы, кучу мейлов. Weißt du, ich bekomme einen Haufen an E-Mails каждый am Tag, jeden Tag. Я каждый раз различаю. Und jeden Tag unterscheide ich auch. Очень четко вижу. Also ich sehe es klar und deutlich. Кто благодарный, кто неблагодарный. Wer ein dankbarer Mensch ist und wer nicht. Очень четко видно. Ich kann es sehr gut unterscheiden. Я также вижу закономерность интересно. Und ich sehe auch dieses Gesetz. Что те, которые пишут или говорят спасибо, спасибо, спасибо. Ich kann Parallele ziehen, also diejenigen, die immer Danke sagen. Это всегда. Das sind immer die Menschen. Вот скажи всегда. Also sag bitte
100%. Они успешные люди в жизни. Die sind erfolgreiche Menschen in ihrem Leben. Я это вижу всегда. Ich sehe es immer. И также точно так же 100%. Und genau so 100%. Которые не говорят спасибо. Die, die nicht Danke sagen. Которые вообще про это даже не думают. Die auch daran überhaupt nicht denken. Они не успешные люди. Die sind keine erfolgreichen Menschen. 100%. Я это вижу в их жизни. Ich sehe das in ihrem Leben. Понимаешь, они не успешные по жизни. У них всегда проблемы. Die sind nicht erfolgreich. Die haben ständig Probleme. И это что-то очень интересное. Und das ist etwas Interessantes. Знаешь, давай мы Псалом 70 откроем. Lass uns jetzt Psalm 71 aufschlagen. И это Давид. Und das ist David. 6 стих. Vers 6. Да. И Давид, он имел такую духовную культуру. Und David hatte diese geistliche Kultur gehabt. И он говорит, тебе хвала моя не перестанет. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Ja. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Mein Rühmen gilt dir alle Zeit. Всегда, он говорит. Alle Zeit, sagt er. Alle Zeit, я буду славить тебя всегда. Werde ich dich immer rühmen und preisen. Знаешь, если поклонение у тебя, оно спонтанное. Wenn du, deine Anbetung spontan ist, почетным дням только, also nur an bestimmten Tagen, тогда надо что-то изменять. Dann musst du irgendwas verändern. Потому что Давид, он говорит, я всегда буду славить Weil тебя. David sagt, ich werde dir immer Danke sagen. Это поклонение никакой образ жизни у него. Und die Anbetung hat er wie Lebensstil. То есть у него еще нету ответов от Бога. Er hat noch keine Antworten von Gott. Но он говорит, я буду тебя славить всегда. Aber er sagt, ich werde dir immer Lob darbringen. А за что тебе славить Бога? Warum soll ich dich, warum soll ich Gott preisen? У меня же еще нет ответа от него. Ich habe schon noch keine Antwort von ihm. А ты принял решение всегда славить его. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, ihn immer zu preisen. И Давид говорит, вся моя жизнь сплошное благодарение. David sagt, mein ganzes Leben ist einfach Dankbarkeit-Ding. Und die erste Weisheit, also bekomme das jetzt kostenlos, wenn du dankst, danke noch bevor du eine Antwort bekommst. Bevor du eine Antwort bekommst. Wir sollen noch danken, bevor wir eine Antwort bekommen haben. Nach der Antwort danken alle. Aber vor der Antwort danken nur geistliche Menschen. Also davor, wo du noch geheilt worden bist. Danke Gott für deine Heilung. Bevor du eine Ausbildung bekommen hast, Arbeitsplatz. Danke Gott dafür. Du willst einen Ehemann, eine Ehefrau. Danke jetzt schon Gott dafür. Und anstatt immer Gott zu erklären, was er uns noch schuldet, давай лучше будем делать то, что мы должны делать. Lass uns das ausführen, was unser Teil ist. И тогда Бога не нужно будет долго умолять. Dann werden wir Gott nicht lange anflehen Вообще müssen. Не нужно будет его умолять. Wir müssen Gott dann nicht mehr anflehen. Amen. Amen. Без долгих молитв придет все о том, то, о чем ты просишь. Keine lange Gebete müssen wir machen und wir bekommen das, was wir brauchen. Потому что Бог видит всегда благодарных людей. Weil der Herr sieht immer dankbare Herzen und Menschen. Он говорит, я сделаю для них еще больше. Und er sagt, ich mache noch mehr für sie. А когда он видит брызжащих людей, Und wenn er diese Jammer... В пустыне, как эти иудеи там. Also wie die Leute in der Wüste. Все время брызжали, все время брызжали. Also die haben genörgelt und gejammert. Бог говорит, ничего не дам. Und Gott sagt, ich gebe ihnen gar nichts. Не войдете вообще. Ihr schafft es nicht, in das verheißene Land zu kommen. Amen. Я помню одну женщину, она в церкви здесь у нас была. Ich erinnere mich an eine Frau, die war früher in der Gemeinde. Und sie hat ständig geweint. Нет мужа, говорит. Ich habe keinen Ehemann, keinen Pastor, Ehemann. Молись за меня, нет. Pastor, bete für mich. Через пару лет появился жених. Also nach ein paar Jahren hat sie einen Ehemann oder einen Verlobten bekommen. Und sie war so stolz drauf. Я вымолила у Бога мужа себе. Ich habe bei Gott einen Ehemann erbeten. Знаешь, вообще-то у Бога вообще не надо ничего вымаливать. Eigentlich müssen wir von Gott nichts erbeten. Ничего не надо вымаливать. Wir müssen von Gott nichts erbeten, weil der Herr ist nicht geizig. Amen. 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 Но он что-то не дает. Aber wenn er irgendwas nicht gibt, почему? Warum? Потому что он любит. Weil er liebt. Поэтому не дает. Deswegen gibt es uns, gibt er uns nicht. Amen. Amen. Потому что это уже идол. Dann wird es zu einem Idol. Yeah.
И вот у этой девушки у нее была такая мечта. Und diese Frau hatte so einen Wunsch gehabt. И днем и ночью. Tag und Nacht. Это был уже ее идол. Das war schon ihr Idol. Бог для нее. Götzen, also ihr Götzen. И как только этот Бог появился в ее жизни. Und wo sie diesen Götzen bekommen hat in ihrem Leben. Она просто свалила. И hat sie dann, ist sie abgekommen. То есть по-русски ушла. Sie ist weggegangen. Вместе со своим мужем. Mit ihrem Ehemann. И все про нее, никто ничего не знает. Und keiner weiß über sie человек, Bescheid. Человек пропал. Dieser Mensch ist verschwunden. И поэтому она так долго просила. Deswegen hat sie so lange Gott erflehen müssen. Это было во вред для нее. Es war eigentlich, es diente nicht zum Guten für sie. Бог это видел. Und Gott hat das auch gesehen. Но иногда мы можем даже Бога заставить. Aber manchmal zwingen wir Gott sogar dazu. Und er говорит, ну раз ты такая, ну да, пожалуйста. Und der Herr sagt, ja, wenn du so bist, dann bekommst du es auch. Иди со своим идолом, иди. Dann geh doch mit deinen Götzen. Оставь меня в покое. Und lass mich doch in Ruhe. Как эта женщина вдова. Wie diese Frau, die Witwe. Okay, давай включим Луки 17 главу. Lass uns Lukas 17 aufschlagen. О, Господи. Herr, помоги мне рассказать, что я хочу, Господь. Gib mir bitte, ja, die Weisheit, das zu erklären, was Давай, ich erklären 11, muss. 11 also Lukas 17, 11. Можешь читать быстро. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm das. Und es war ein Samariter. Mhm. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Die 10 Aussätzigen, sie wollen die Heilung bekommen. Sie haben so eine Gruppe Menschen. Sie sind immer zusammen, die gingen zu Jesus hin. Знаешь, когда мы здоровы, нам никто не нужен. Weißt du, wenn wir geheilt sind oder gesund sind, wir brauchen niemanden. Но когда появляется проблема, Aber wenn wir ein Problem bekommen, dann bekommen wir Freunde auch, die auch dieses Unglück haben. Und die vereinen sich. Und zusammen gehen sie zu Jesus. Und alle in einer Stimme. Und keiner schweigt von ihnen. Und keiner verurteilt den anderen. Ja, was scheißt das hier rum? Alle schreien gemeinsam. Herr, rette uns. Und wenn wir in die Gemeinde gekommen sind, wir sind auch nicht von einem guten Leben hergekommen. Und alle waren wir so in Ehrfurcht vor Gott. Und wir alle haben Gott so angebetet. Und dann kannst du sagen, Gott, danke dir für diesen Aussatz. Danke für die Krankheit. Danke für dieses Problem. Sonst würden wir zu dir niemals finden. Ja, sowas passiert auch. Und ich denke, Herr, warum sind wir solche Geschöpfe? Нам нужно все время пострадать. Dass wir immer leiden müssen, bevor wir zu dir kommen. Warum sind wir manchmal so? Also, wenn es zu eng wird, dann fängt der Mann an, Gott zu suchen. Und die suchen nach Gott und sagen, Herr, errette uns. Und alle schreien. На тонущем корабле все кричат одинаково. Also, Schiff, der untergeht, das schreit jeder. И Господь ответил. Und der Herr antwortete ihm. Говорит, пойдите. Und sagt, geht hin. Покажите священнику. Zeigt euch den Priestern. И они пошли. Und die sind hingegangen. И по дороге. Und auf dem Weg schon. Вдруг. Auf einmal. Происходит исцеление. Die Heilung geschieht. И казалось бы, мужики. Und man denkt sich, ja, Männer. Давайте все вместе опять к Иисусу. Geht doch alle zusammen jetzt wieder zu Jesus hin. Спасибо. Danke. Спасибо. Danke. Не тут-то было. Nein. Не тут-то было. War aber was anderes. Знаешь, эта беда держала их вместе. Weißt, dieses Unheil hielt sie zusammen. А как стало всем хорошо? Und wenn es allen gut ging, все разбежались. Sind alle auseinandergerannt. Все побежали по своим делам. Die sind in ihren Alltag wieder eingekehrt. И только один. Und nur ein einziger. Видя, что он исцелен. Wo er gesehen hat, dass er geheilt ist. Возвратился. Ist wieder umgekehrt. Смотри, возвратился. Ist immer umgekehrt. Это означает, wieder.
Das heißt, что Иисус стоял и ждал. Jesus stand und auf ihn gewartet hat. Там, где он с ними попрощался. Dort, wo er sich von ihnen verabschiedet hat. Он-то знал, что они исцелятся. Er wusste doch, dass sie geheilt werden. Поэтому он ждал. Deswegen hat er gewartet. Он не пошел дальше. Er ist nicht weitergegangen. Он ждал. Er hat gewartet. Он ждал. Er hat gewartet. Чего он ждал? Was hat er gewartet? Он ждал благодарности. Er hat auf die Dankbarkeit von ihnen gewartet. И это так. Und das ist auch so. Потому что когда вернулся этот один. Weil wo dieser einer zu ihm zurückgegangen ist. Иисус так начал считать один. Und Jesus hat angefangen zu zählen eins. А где второй? Und wo ist der zweite? А где третий? Wo ist der dritte? Он подождал чуть-чуть. Und er hat ein bisschen noch länger gewartet. Говорит, хо-хо. Und dann hat er gesagt, oh. Слушай, не 10 ли очистились? Nicht 10 sind vom Aussatz befreit worden? Где эти девять? Wo sind die anderen neun? Как это они не возвратились воздать славу Богу? Warum sind die nicht zurückgekommen, Gott die Ehre zu geben? Смотри, Иисус, Бог, он ждет. Schau her, Jesus, der Herr, er wartet. Благодарность. Er wartet auf die Dankbarkeit. Amen. Amen. И этот один только пришел. Nur der eine kam. Это было оскорбление. Und es war eine Beleidigung. Это оскорбление. Es war eine Beleidigung. А мы дома Богу воздадим славу. Und wir werden Gott zu Hause anbeten. Просто вот дома скажем спасибо. Also zu Hause, wenn wir Gott Danke sagen. И вообще это ведь Бог сделал. С какой стати я человеку буду говорить спасибо? Und warum soll ich jetzt überhaupt einem Menschen Danke sagen? Das hat doch der Herr vollbracht. Да, Иисус же человек. Ну, Jesus ist doch ein Mensch. А Бог это сделал. Und Gott hat es ausgeführt. Так что я Богу скажу спасибо, а человек обойдется. Deswegen werde ich Gott Danke sagen, der Mensch wird ohne Dankbarkeit bleiben. Есть такая теория. Es gibt so eine Theorie. Бога поблагодарить надо. Also man muss Gott Danke sagen. А человека ни за что. Und den Menschen soll man kein Danke aussprechen. И вообще скажи мне спасибо, что я не сказал тебе спасибо. Und sag mir doch Danke, dass ich dir nicht Danke gesagt habe. No, нет. Ой, nein. Мы благодарим Бога ровно настолько. Wir danken Gott genauso. Насколько мы благодарим людей. Wie wir die Menschen danken können. И как ты любишь ближнего, так ты любишь Бога. Wie du die Menschen liebst, deinen Nächsten, so liebst du auch den Herrn. И что стало с теми девятью? Und was ist mit diesen neun passiert? Что стало с этими девятью? Was ist mit diesen neun passiert? Ничего мы не знаем из Библии. Wir wissen gar nichts über die Bescheid aus der Bibel. Мы только знаем, что их что-то объединяло. Wir wissen nur, dass irgendeine Sache sie vereint hat. Знаешь, что их объединяло? War eine gemeinsame Sache bei ihnen. Hey, они все были в одной религии. Sie waren alle in der gleichen Religion drin. Это были все иудеи. Das waren alle Juden. Только один был самарянин. Und nur ein einziger von denen war Samariter. Он не был религиозный человек. Er war kein religiöser Mensch. И Иисус это подметил. Und Jesus hat es auch gemerkt. Говорит, смотри, этот не религиозный. Und er sagte, ja, schau, der ist nicht religiös. Бежит к Богу. Und er rennt zu Gott. А эти религиозные? Und die religiösen? Где они все? Wo sind die alle? Какой парадокс, а? So ein Paradoxe. Религиозные люди. Religiöse Menschen. Они склонны к тому, чтобы быть неблагодарными. Die neigen dazu, nicht Dankbarkeit auszusprechen. Я 30 лет в церкви служу. Seit 30 Jahren diene ich in einer в Gemeinde. В разных городах и странах. In verschiedenen Ländern und Städten. Я могу тебе сказать, это правда. Und ich kann dir eins sagen, das stimmt. Ты скорее услышишь от какого-нибудь язычника, грешника дважды спасибо. Von einem Heiden, Sünder hörst du schneller zweimal Danke. Чем одно спасибо. Als ein einziges Dankeschön. Von einem religiösen Menschen. Sehr, sehr interessant, aber das ist eine Tatsache. Und was passierte mit diesen neun Menschen? Also ich erzähle dir. Es steht nicht in der Bibel geschrieben. Aber eine Sache steht über die geschrieben. Wir werden jetzt nicht weiterlesen. In Römer kannst du nachlesen. Erst Römer 1, 21. Как они, познавши Бога, не возблагодарили Его. Sie haben Gott kennengelernt, erkannt, aber sie haben ihm nicht Dankeschön ausgesprochen. Слушай, они познали Бога, sie haben Gott erfahren, но не возблагодарили Его. Aber sie haben nicht gedankt. То, что произошло, das, was geschah, предал их Бог превратному уму. Und Gott neigte sie zu einem verdorbenen Verstand. Что-то происходит. Irgendwas geschieht. На уровне мозгов. Auf der Level von uns oder auf der Ebene von unserem Verstand. И от следующей болезни уже не было исцеления. Und die nächste Krankheit, da waren sie nicht geheilt. Эти девять, они вымерли как мамонты. Und diese neun sind ausgestorben wie Mammon. Они погрешили еще пару лет. Die haben noch ein paar Jahre gesündigt. И сыграли в ящик. Und dann waren sie tot.
история закончилась. Die Geschichte war zu Ende. С этими девятью. Mit diesen 9 Leuten. Но один. Aber nur ein einziger. Вот этот самый нерелигиозный. Der nicht religiöser. Он получил что-то от Господа. Er hat irgendwas vom Herrn empfangen. То, что не получили 9. Das, was die 9 nicht bekommen haben. Только ему одному. Nur der eine. Иисус сказал. Sagte Jesus zu ihm. Вера твоя. Dein Glaube. Спасла тебя. Hat dich gerettet. Смотри, те получили исцеление. Schau her, die 9 haben auch die Heilung bekommen. Не возвратились. Die sind aber nicht zurückgekehrt. Не сказали спасибо Богу. Die haben Gott nicht Danke gesagt. Не пошли опять в церковь, где они должны были быть. Die sind nicht in die Gemeinde gegangen, wo sie sein müssten. Они дома Богу сказали спасибо. Die haben Gott zu Hause Danke gesagt. И они не услышали. Und die haben nicht gehört. Вера твоя спасла тебя. Dein Glaube hat dich gerettet. Смотри, вера этого самарянина. Schau her, der Glaube von diesem Samariter. Получила исцеление. Der bekam die Heilung. И спасение. Und die Errettung. И спасение. Und die Errettung. Исцеление само по себе не имеет никакого смысла. Die Heilung an sich hat keinen Sinn. Если твоя душа не спасена. Wenn deine Seele nicht gerettet ist. Amen. Amen. Вот это вера. Dass dieser Glaube, соединенная с благодарностью, die mit Dankbarkeit verbunden ist, была спасена. Wurde gerettet. Ай-яй-яй. Я не успел. Und ich habe nicht geschafft. Хотите еще 5 минут? Wollt ihr noch 5 Minuten? Хотите? Wollt ihr noch 5 Minuten? Очень важная вещь. Sehr wichtige Sachen. Слушай. Also hör zu. Благодарность это ресурс. Die Dankbarkeit ist die Ressource. Очень мощный. Eine sehr mächtige Ressource. Там есть сила. Dort gibt's die Macht. Энергия. Und die Energie. Ресурс. Die Ressource. Это не просто культура. Das ist nicht nur Kultur. О, пастор, мы все поняли наконец-то. Ja, Pastor, wir haben alles verstanden. Да, ja. Будем спасибо говорить. Да. Ja, wir werden Danke sagen. Да, да. Ja, ja, завтра, ja. О, окей, ладно, Morgen, хорошо. Okay, gut. Жена, спасибо, да. Danke, Frau. Да, пастор, спасибо, Danke, да. Pastor. Прославление, да, спасибо, Danke, да. Lobpreis Band. Чус. Ja, чус. Не, подожди. Nein. Warte. Слушай. Also hör zu. Благодарность. Die Dankbarkeit. Это ресурс. Das ist eine Ressource. Это фонтан благословения. Das ist ein Brunnen von Segnungen. И источник силы для тебя. Und auch die Quelle der Kraft für dich. Псалом 83:7 стих. Psalm 84, 84, 7. Да, просто переводи. Проходя долиною плача. Also wenn du durch ein Tal der Tränen gehst. Они открывают в ней источники. Die eröffnen auch die Quellen. Которые и дождь сходит с небес. Und der Regen kommt vom Himmel. И покрывает эту долину благословения. Und das bedeckt dieses Tal der Segnungen. Объясняю. Und ich erkläre es euch. Проходя через трудности. Wenn du durch die Schwierigkeiten durchgehst. Плохо все. Es geht alles. Долина es ist плач. Schlecht, alles schlecht. Also das Tal der Tränen. Знакомо иногда бывает, also, да? Also jeder kennt es, nicht wahr? И человек не плачет в это время. Und der Mensch, der не плачет. Trennt nicht. Он благодарит. Der weint nicht, der dankt. Что он делает? Was macht er? У него чувствует, голова не в порядке. Stimmt irgendwas nicht mit seinem Kopf? Он знает то, что ты не знаешь. Aber er weiß eine Sache, was du nicht weißt. Когда я благодарю? Wenn ich danke. Я лопатой копаю. Mit der Schaufel tue ich ausschaufeln. Я копаю вглубь. Ich grabe in die Tiefe hinein. Ты что делаешь? Was machst du? Я копаю. Ich grabe. Колодец. Ich grabe einen Brunnen aus. В моей пустыне. In meiner Wüste. Когда я говорю спасибо Бог, спасибо Бог. Wenn ich sage Gott danke, за danke. За все спасибо. Für alles danke ich dir. Ты лучший. Du bist der Beste. Ты все делаешь как надо. Du machst alles wie es sein muss. В моей жизни все под твоим контролем. In meinem Leben ist alles unter deiner Kontrolle. Эй, ты открываешь в пустыне колодец. Und dann öffnest du in der Wüste einen Brunnen. И вдруг фонтан. Und auf einmal hast du Wasser, was Энергия пошла. Жизнь пошла. Das Leben kommt zustande. Знаешь, когда все ноют вокруг. Weißt du, wenn alle jammern um dich herum. Кризис во дворе, also die Krise, Coronavirus. Намордник на лице. Also diese Maske im Gesicht. Все ноют. Alle jammern. А кто-то нашел ресурс. Und eine oder einer hat die Ressource gefunden. А я благодарю. Und ich werde danken. Und ich werde danken. Und ich werde danken. Und ich werde danken. Für jeden Tag werde ich danken. Und dann sprudelt Wasser einfach heraus. Von wo? Von Kamel. Hey, das ist deine Dankbarkeit, hat das zustande kommen lassen. Du bist am Morgen. Du bist am Früh aufgestanden спасибо, und sagst, Бог. Danke dir, Herr. Ну, Papa, я люблю тебя. Danke, Vater, ich liebe dich. И пошел на работу. Und dann bist du auf die Arbeit hingegangen. Завтра попробуй это не сделай. Also, versuch es morgen nicht zu machen. Amen. И потом по жизни ты всем говоришь спасибо. Und dann in deinem Leben dankst du jedem. Шеф, спасибо. Chef, danke dir. Благословение тебе. Also, Segen für dich.
И там, где нужно и не нужно, ты будешь говорить спасибо. Und dann wirst du überall Danke sagen, ob es jetzt nötig war oder nicht, wirst du überall. Где есть за что и где не за что. Vielleicht, wo du es machen musst, wo nicht, du wirst immer Danke sagen. Ты говоришь спасибо. Du wirst immer Danke sagen. Почему ты это делаешь? Warum machst du das? Потому что ты понял, что это ресурс. Weil du verstanden hast, dass es eine Ressource ist. И в нем есть энергия. Darin ist die Energie. И твое качество жизни повышается. Und die Qualität deines Lebens steigt. И смотри, дальше. Дождь покрывает ее благословение. Und der Regen bedeckt die Segnungen. О чем это? Worüber ist die Rede? Как только ты выкопал колодец. Wo du einen Brunnen ausgegraben hast. Благодаря. Dank, indem du gedankt hast. Своим ртом, своим языком. Mit deinem Lippen, mit deiner Zunge. Дождь приходит. Der Regen kommt. Небо открывается. Und der Himmel öffnet sich. И благословение пришло. Und die Segnungen kommen in dein Leben hinein. Уже свыше, уже свыше. Von oben, von oben. И это уже другое благословение. Das ist schon eine andere Dankbarkeit. А у тебя вдруг появляется, откуда ни возьмись, какие-то результаты. Auf einmal bekommst du irgendwelche Resultate ты in deinem Leben. Ты делаешь все точно так же, как и раньше. Du machst eigentlich alles, was du davor gemacht hast. А результатов в 100 раз больше. Aber die Ergebnisse sind um 100-fach mehr geworden. Das ist der Regen der Segnungen. Раньше небо молчало. Früher schwieg der Himmel. Дождя нету. Gab's keinen Ответов Regen, не было. Keine Antworten. А ты копал. Aber du hast gegraben. Я благодарю тебя, Бог. Ich danke dir. А я еще раз благодарю тебя, Ich danke dir nochmal. Каждое утро, ну, спасибо, Jeden Бог. Morgen, danke, И вдруг Herr. Дождь открывает небо. Und dann auf einmal kommt der Regen vom Himmel herab. Эй, долина плача превращается в долину благословения. Und das Tal der Tränen wird zum Tal des Segens. Смотри, благодарность. Schau, Dankbarkeit. Это неопознанный ресурс. Das ist eine unerkannte Ressource. Большинство людей. Viele Menschen. Включая здесь сидящих. Die meisten Menschen auch hier. Этот ресурс. Kennen diese Ressource. Вот как ресурс еще не открыли. Haben diese Ressource noch nicht erkannt. Amen. О, как культуру, да, да. Ja, да, als да. Kultur schon. Хотя и то не все. Aber auch nicht alle. Ага, как культура, можно, да, да, да. Ja, спасибо. Als Kultur schon, спасибо, klar, danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Но как ресурс. Aber als eine Ressource. Wow. Wow. Это тебе еще надо открыть. Das musst du noch erkunden. Благодарность нужна тебе. Du brauchst die Dankbarkeit. Для тебя самого. Für dich selbst. Для меня самого. Für mich selbst. И особенно когда все плохо. Und vor allem dann, wenn alles schlecht läuft. Как раз когда тогда, когда плохо, все. Vor allem dann, wenn alles schlecht läuft. Все плохо, а ты alles schlecht läuft. Aber du dankst. Это ресурс. Das ist eine Ressource. Совет, also ein Ratschlag, jetzt okay. Ein praktischer Ratschlag. Lifehack тебе. Lifehack. Утром плохо. In der Früh geht's dir schlecht. Все плохо. Alles ist schlecht. Бери бумажку. Dann nimm einen Zettel her, einen Kugelschreiber. Пиши три причины. Und dann schreib drei Gründe, ты можешь благодарить für was du Gott Danke sagen kannst. Вся депрессия уйдет. Und dann wird die Depression verschwinden. Amen. Amen. Ясное дело. Ja, ist klare Sache. Потому что ты копал колодец. Weil du den Brunnen ausgegraben hast. И не использовать этот ресурс глупо. Und diese Ressource nicht in Anspruch zu nehmen ist dumm. Второе. Und das Zweite, благодарность – это ресурс против страха. Die Dankbarkeit ist eine Ressource gegen Angst. Если тебе страшно. Wenn du Angst hast. А сегодня полно людей, которым страшно. Und heute haben wir so viele Menschen da draußen, die Angst haben. Благодари. Dann danke. Почему? Ja, warum? Хороший вопрос. Eine gute Frage. Люблю такие вопросы. Ich liebe solche Fragen. Благодарность и страх несовместимы. Dankbarkeit und Angst, das ist, haben nichts Gemeinsames. Несовместимы. Haben nichts Gemeinsames. Они взаимоисключающие. Die schließen sich, also schließen einander aus. Если ты боишься, никогда не будешь благодарить. Wenn du Angst hast, dann wirst du niemals danken. Но если ты благодаришь, aber wenn du dankst, ты никогда не будешь dann бояться. Dann wirst du niemals Angst haben. Чего мне бояться, если я за это благодарю Бога? Ja, warum soll ich Angst haben, wenn ich bereits schon für Gott Danke sage? Это ресурс против страха. Deswegen Dankbarkeit ist die Ressource gegen Angst. Благодарность это ресурс против злости. Und gegen Bitterkeit. Злости. Bitterkeit. Обиды. Kränkung. Всякой прочей ерунды. Oder irgendein Schwachsinn. Эй, это как раз и есть тоже взаимоисключающие понятия. Das sind auch die Sachen, die sich einander ausschließen. Благодари. Danke. И не будешь злым. Und dann wirst du nicht bitter sein. Благодари. Sage Danke. И не, даже не, даже мысль не придет обижаться. Dann bekommst du keinen Gedanken, sich zu kränken. Эти эмоции взаимоисключающие. Und diese Emotionen, die schließen einander aus. Теперь ты понимаешь, что благодарность это не просто культура, Und а ресурс. Und jetzt verstehst du, dass Dankbarkeit nicht einfach eine Kultur ist, sondern eine Ressource. Еще благодарность. Und noch mehr die Dankbarkeit. Это ключ, который открывает небесные благословения. Das ist auch der Schlüssel, der dir den Himmel öffnet für Segnungen. Люди говорят, Und die Menschen sagen, я буду благодарить, когда все будет хорошо. Die Menschen sagen, ich werde nur dann Danke sagen, wenn alles bei mir gut läuft. Тогда никогда не будет хорошо. Dann wird es doch niemals gut sein. Oh-oh. Oh-oh.
Благодарить нужно до ответа, мы помним. Du musst Danke sagen, bevor die Antwort kommt. И тогда благодарность открывает небеса. Die Dankbarkeit öffnet den Himmel. Очень интересно. Sehr interessant. Что благодарность — это признак всех успешных людей. Die Dankbarkeit ist Anzeichen aller erfolgreichen Menschen. Очень интересно. Sehr interessant. Я это вижу. Und ich sehe es. Я общаюсь с многими бизнесменами. Ich habe Kontakt zu vielen Geschäftsmännern. Они неверующие люди. Die sind ungläubige Menschen. Но когда я им говорю спасибо, aber wenn ich ihnen Danke sage, они в ответ говорят спасибо. Die sagen mir auch Danke. Автоматически. Automatisch. Я думаю, а что ты мне говоришь спасибо? Und ich denke, warum sagst du mir jetzt Danke? Он привык. Aber das ist seine Gewohnheit. Спасибо. Danke. Я говорю спасибо, когда мне говорят спасибо. Ich sage Danke, wenn ich Danke bekomme. Мы обменяемся спасибо. Und dann tauschen wir diese Danke aus. И мы обменялись благословением. Und wir haben diese Segnungen ausgetauscht. Понимаешь? Я вижу каждый раз, когда человек спасибо говорит, он успешный человек. Ich sehe jedes Mal, wenn der Mensch Danke sagt, dann ist er ein erfolgreicher Mensch. А когда в ответ говорит, пожалуйста. Und wenn er bitte zurücksagt. Нормально, да? Das passt doch. Пожалуйста, сказать. Das passt doch, wenn man zurück нормально, bitte sagt. Нормально. Ja. Но я замечаю. Aber ich merke. Когда человек говорит просто пожалуйста. Wenn ein Mensch nur bitte sagt. Пожалуйста. В смысле, danke schön. Ja, bitte schön. Bitte schön. Он так говорит, bitte schön. Und er sagt so, bitte schön. Я вижу, что он неуспешный человек. Und dann sehe ich auch, dass er kein erfolgreicher Mensch ist. Он просто культурный. Er ist ein gut gebildeter Mensch. Хорошо воспитанный. Manieren. Пожалуйста. Dann bitte, danke. Но у него нет благодарности. Aber er hat keine Dankbarkeit. И у него нет успеха. Und er hat auch keinen Erfolg. Благодарность открывает небеса. Dankbarkeit öffnet die Himmel. И для верующих. Für die Gläubigen. И для неверующих. Und für die Nichtgläubigen. Amen. Amen. Еще как. Und wie. Und wie. Давай закроем свои глаза. Lasst jetzt die Augen schließen. Господи. Herr. Ты дал нам этот ресурс. Du hast uns diese Ressource gegeben. Неопознанный ресурс. Unerkannte Ressource. Но мы здесь, Господь. Aber wir sind jetzt hier, чтобы познавать этот ключ. Damit wir diesen Schlüssel erkennen. Ключ к твоему благословению. Den Schlüssel zu deinen Segnungen. Как средство против всякой злости. Wie ein Mittel, wie ein Mittel gegen Bitterkeit. Ресурс против страха. Wie eine Ressource gegen Angst. Спасибо тебе. Danke dir, Herr. За эту благодарность. Für diese Dankbarkeit. Которую ты дал нам как ресурс. Die du uns als Ressource gegeben hast. Мы благодарим Und wir danken dir, Herr. Благодарим Danke тебя. Dir, Herr. Мы поклоняемся wir тебе. Beten dich an. Ты желаешь нашего успеха. Du wünschst für uns Erfolg. И ты учишь нас. Und du bringst uns auch bei. Благодарности. Dass wir Danke aussprechen. Чтобы мы воспринимали от тебя. Dass wir von dir annehmen. Все с благодарностью. Alles mit Dankbarkeit. Чтобы мы воспринимали от людей. Dass wir auch von Menschen annehmen. Все с благодарностью. Alles mit Dankbarkeit. Чтобы мы не имели ощущения. Что мне все должны. Dass wir nicht das Gefühl haben, dass jeder uns was schuldig ist. Nein. Но чтобы мы принимали с благодарностью. Dass wir alles mit Dankbarkeit annehmen. Спасибо, Господь, тебе. Danke dir, Herr. За то, что мы заходим в магазин. Wenn wir in einen Laden hineingehen. И там такой выбор. Und dort haben wir so eine riesige Auswahl. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Когда я открываю холодильник. Wenn ich meinen Kühlschrank öffne. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Когда я захожу в церковь. Wenn ich in die Gemeinde komme. И вижу это прекрасное здание. Und dieses schöne Gebäude sehe. Вижу все здесь устроено. Und wie alles seine Ordnung hat. Что люди служат здесь. Dass die Menschen hier dienen. Каждый на своем месте. Jeder an seinem Platz. Благодарю тебя. Danke dir, Herr. За этот порядок. Für diese Ordnung. За эту гармонию. Für diese Harmonie. Эту красоту. Für diese Schönheit. Спасибо, Danke Господь. Dir, Herr. Спасибо, что мы можем говорить тебе. Danke, dass wir zu dir sprechen können. Спасибо. Danke. Давайте мы все встанем. Lass uns jetzt aufstehen. Я верю, что у тебя есть что-то. Und ich glaube auch daran, dass du etwas hast. За что ты можешь сказать спасибо? Für was du Gott Danke sagen kannst. Amen. Очень много причем. Sogar sehr viel. Не позволь. Also lass nicht zu. Чтобы этот ресурс остался у тебя закрытым. Dass diese Ressource bei dir zu bleibt. Каждый человек имеет этот ресурс. Jeder Mensch besitzt diese Ressource. Очень глупо не использовать его. Es wäre dumm, es nicht in Anspruch zu nehmen. Вот представь себе человек, который не использует благодарность. Also stell dir vor, diesen einen Menschen, der nicht dankbar ist. Он такой вот идет на автобане. Und er ist so auf der Autobahn пешком, unterwegs. Пешком. Oder der läuft auf der Autobahn. И толкает перед собой Mercedes. Und er schiebt vor sich hin den Mercedes. Да,
И весь такой потный. Und der Schweiß läuft ihm runter. И Mercedes толкает. Und er schiebt den Mercedes. Знаешь, что надо сделать? Weißt du, was machen musst? Ключик достань. Also den Schlüssel herholen. Садись в эту карету. Setz dich in diese Karre rein. Заводи. Starte. Идуй себе куда хочешь. Und dann fahr doch dahin, wo du willst. Это и есть благодарность. Das ist die Dankbarkeit. У тебя есть Mercedes. Du hast einen Mercedes. Поздравляю. Herzlichen Glückwunsch. Кончай пихать перед собой этот Mercedes. Dann hör auf, diesen Mercedes vor dich hinzuschieben. Залазь. Zu schieben, also steige ein. И попутного ветра тебе. Und dann einen schönen Wind für dich. Ваша благодарность это есть Mercedes. Weil die Dankbarkeit ist dieser Mercedes. И он тебя будет нести. In dem Mercedes drin und dann wird es dich weiterbringen. Это ресурс. Das ist eine Ressource. Воздай Богу большую славу. Gib Gott die Ehre. За этот ресурс. Für diese Ressource. Halleluja. Спасибо, Господь, тебе. Danke dir, Herr.